Hallo Leute, hier ist Ostarion und wir spielen wieder mal Planetary Annihilation. Okay. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht so dazu gekommen bin, Videos aufzunehmen. Ich war leider sehr beschäftigt. Aber gut, jetzt bin ich wieder voll dabei. Ich hatte leider ein wenig zu tun mit Darkest Dungeon. Also echt zu tun, ich wollte es eigentlich spielen, sagen wir so. Sorry. Und war auch noch beschäftigt mit dem Finale von Arena Cyber Evolution, was übrigens äußerst spannend war. Solltet ihr euch anschauen. Und ja, jetzt gibt es einen neuen Patch mittlerweile zu Planetary. Und die Änderungen sind, es gibt einiges, was sich geändert hat. Und ja, als erstes fangen wir mal mit den Submarines an. Also die U-Boote. Das sind eben neue Einheiten, die was unterm Wasser natürlich sind und quasi nur Schiffe angreifen können, dieses aber natürlich effektiver tun. Und außerdem, was haben sie noch Großartiges gemacht? Sie haben zum Beispiel, warum fange ich hier an? Eigentlich sollte ich hier nicht damit anfangen, sondern eher mit sowas. Sie haben außerdem noch zum Beispiel die Kosten für die Stromgeneratoren verbilligt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Nein, Blödsinn, entschuldigt bitte. Sie haben sie nicht ver Sie haben die Health Points runtergesetzt von den Stromgeneratoren. Aber sie haben das Produzieren von das Produzieren von Fäbern, also nicht das Produzieren selbst von den Fäbern, sondern wenn Fäbern Sachen produzieren, dann ist das jetzt billiger. Also das hat sich geändert. Also theoretisch kann man jetzt auch, man hat ja immer gemerkt, man hat bald mal schnell seine Ressourcen verbraucht, wenn man versucht hat, schnell Dinge zu bauen. Und das geht jetzt natürlich um einiges leichter. So, du kannst hier ruhig die zweimal bauen. Okay, ich spiele hier übrigens ein 2 und 2 mit Shared Armies. Und wir schauen gleich mal, dass wir hier Ressourcen zur Genüge haben. Und dann bauen wir auch mal ein paar Scouts, damit wir wissen, wo die Gegner sind. Hier übrigens Pelikan, der ist natürlich auch neu. Beziehungsweise hat es ihn schon mal gegeben. Jetzt gibt es ihn wieder, der eben Einheiten transportieren kann. Was natürlich sehr praktisch ist. Okay, schauen wir mal, dass wir schnell hier weitermachen. Okay, dann bauen wir noch weitere von denen hier. Und wir werden schauen, dass wir schnell in Orbital Units kommen. Apropos Orbital Units, es gibt mittlerweile auch eine neue Unit, die eben auch hier im wie soll ich sagen, im Luftraum fliegen kann und im Oh, da ist einer. Okay, interessant. Ja, dann können wir gut bekämpfen. So, wir bauen hier ein bisschen einen Schutz hin. Mein Kumpel hat hier gleich mal gepinkt. Das heißt, wir werden Boote bauen und versuchen, hier rüber zu kommen. Na, kann ich hier durchfahren? Wahrscheinlich nicht. Das ist schlecht. Wir werden trotzdem Boote bauen. Und wir werden versuchen, hier an Land zu gehen. Und hier auch uns weiter verbreiten. Vielleicht können wir von hier auch ein bisschen angreifen. Andererseits sind Flugzeuge auch bestimmt eine gute Idee. Bauen wir noch zwei. Okay, wir scouten ein bisschen. Schauen wir, ob wir irgendwas finden noch. Okay, wird Zeit für Orbital. So, okay, das sehen wir gleich mal. Das müssen wir wegbomben. Habe ich nicht einen Flughafen in Auftrag gegeben? Mich verklickt hier. Das wollte ich eigentlich bauen.
Oder habe ich es mit wem anders getan und den wieder abgezogen? Ups, das wollte ich auch nicht. Ja, wurscht. Wir schicken unsere weiter hier. Die sollen sich hier ausbreiten. So, irgendwo haben wir was entdeckt. Okay, das sind beide Commanders, oder? Kann das sein? Dann sollten wir auf jeden Fall mal ein Radar hier vorne irgendwo hinbauen. Und dann bauen wir mal ein paar Bomber und zerstören hier, was zerstören geht. So, wir haben zu viel Energieverbrauch. Wir müssen schauen, dass wir hier ein bisschen mehr Energie bekommen. Ich hoffe, mein Kollege entdeckt das auch. So, da haben sie schon ein bisschen was gebaut. Vielleicht probieren wir trotzdem hier drüber fahren, drüber zu fahren. Okay. Seit dass wir unseren Energieverbrauch stabilisieren, wir haben hier eindeutig zu viel Verbrauch und zu wenig. Unser Kumpel arbeitet an einer D2 Factory, das ist gut, dann werde ich das nicht tun. Stattdessen werde ich hier einen Orbital Fever bauen. Den gleich mal zum nächsten Planeten schicken. So, das Projekt ist damit zu Ende. Wir unterstützen hier ein bisschen den Bau von Energiegeneratoren. Dann zerstören wir das mal. Okay, wir bauen einen Laserturm hin. Auch einen kleinen. Ein bisschen die Ressourcen schädigen von unseren Feinden. Müssen ihnen ja nicht alles lassen. Komme ich da jetzt durch? Schaut schon so aus. Sollte ich vielleicht noch ein paar mehr Boote bauen. Also ich sollte auf jeden Fall mal scouten. Hier schauen, was unsere Feinde hier so am Lager haben. Ah, die haben meine erwischt, okay. Wie sieht's hier aus? Haben wir hier einen Bomber bereit? Ja. Dann können wir ein bisschen bombardieren hier. Wir sollten aber, glaube ich, nicht zu lange bleiben. Noch haben sie nicht reagiert auf meinen Angriff hier. Dann zerstöre ich weiter. Kommt von der Seite. Da kommt schon, kommen schon die Jäger. Wir schicken unseren Bomber weiter nach hinten. Ist noch in Ordnung. Schauen wir uns mal an, was die Feinde hier haben. Oh, okay. Gut. Das war wohl nichts. Richten wir ein wenig Schaden hier an. Das sollte auf jeden Fall eine gute Idee sein. Ich glaube, die Ressourcen hier sind vielleicht sogar mehr wert. Oh, da will der Commander gleich mal. Oh, beide Commander sind hier. Gegen die sollte ich vielleicht nicht unbedingt kämpfen, das ist keine gute Idee. Gut, wir haben ihre Ressourcen hinten zerstört, werden weiter hier gehen. Orbital Units fertig, wir gehen auf einen anderen Planeten. Abgesehen, das ist unser Planet. Dann schicken wir den auf den Mond einmal. Okay. Und den anderen schicken wir auf den Planeten hier. Ziemlich egal wo. Okay. Wir zerstören weiterhin Ressourcen. Oh, da kommt er mit einer riesigen Panzerarmee. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Brauchen wir noch mehr Energie. Oh, was will er da mit seinen Truppen? Kannst du ja gerne mal vorbeikommen. Habe ich kein Problem damit.
Okay, er greift mit seinen Tanks an. Ich sage immer Tanks dazu, aber eigentlich heißen sie ja Ents, weil ihr euch wundert, warum er hier Ents schreibt. Okay, schauen wir mal, ob wir, während die Ablenkung hier ist, vielleicht mal von hinten ein paar Türme zerstören können. Das wäre schon mal toll. Okay, hier auf der anderen Seite wird unser Portal gebaut. Wir bauen hier auch. Ah, komm schon. Ah, okay, ja genau, das kann ich ja nur am Land setzen. Dann bauen wir hier schnell. Ah, nein, Blödsinn. Bauen wir es hier vorne hin. Und wir nehmen ein paar Erdfeber mit, damit die hier. Ja, ich habe eigentlich nur ein paar gemeint, nicht alle, aber ist auch gut. Okay, ich schicke meine Boote auch von der anderen Seite wieder. Ich glaube, die hier können auch das bauen. Er hat die T2 Factory erwischt. Sehr gut. Nice. Das war wunderbar. Und da geben sie auf. Ja, das war's. Okay, wir spielen noch eine Runde. Das war eindeutig zu kurz. Ja, 11 Minuten. Ein bisschen zu kurz für ein Video. Ich mache noch ein One-on-One, weil das geht hier schnell jetzt beim Suchen. Ja, ich habe in letzter Zeit wenig gespielt und mir kommt vor, ich bin schlechter geworden, aber es kann auch gut sein, dass die anderen Spieler einiges besser geworden sind. Momentan bin ich irgendwo auf Gold Platz 10 oder so, keine Ahnung, ungefähr. Und naja, meine letzten Spiele habe ich ziemlich verloren. Ich habe aber eigentlich nur gegen Platinum Gegner in letzter Zeit gespielt. Also, ja. Mal schauen. Diese Erneuerung gibt es übrigens auch jetzt. Man sieht diesen Chat, wo man auch die Leute sieht, die momentan online sind und auch deren Rang. Hier zum Beispiel sieht man, es sind ein paar Uber-Leute da und ein paar, einige Platinum-Leute. Gold auch. Quasi schön verteilt. Wobei wenig, ja, wenig Silber dafür, dass es so viel mehr gibt. Ja. Mal schauen, ob da ein Spiel bald losgeht. Sehr gut. AC Trilliov. Keine Ahnung, kann gut sein. Theoretisch könnte ich auch hier schauen, wo der Typ ist. Wie gut der Typ ist, sagen wir es mal so. Oh, er ist ein Silber. Sollte nicht zu schwer sein. Außer er trainiert sich gerade erst hoch, keine Ahnung. Hat aber schon viel Erfahrung, aber das sehe ich eh. Okay. Bis jetzt kann ich eigentlich noch nicht sagen, wie gut das neue Balancing ist. Ob es sich auszahlt, ob es positiv ist, sagen wir es mal so. Nachdem ja neue Units auch da sind. Mittlerweile eh einiges an Units. Okay, ich baue hier eine Vehicle Factory. Und das gleich mal 3. Ich baue gerne in dieser Map diese Strategie. Wenn man doch sehr nahe am Gegner dran ist und sehr wenig Ressourcen hier sind. Als nächstes baue ich dann eine Air Factory und versuche ein bisschen außerhalb zu expandieren. Manchmal baue ich auch als zweite Fabrik eine Air Factory. Das kommt immer drauf an. Normalerweise sollte man eigentlich eh früh eine bauen und nachsehen, ob der Gegner zum Beispiel mit Airfarbern expandiert. Ist auf jeden Fall nicht zu dumm, würde ich mal sagen. Okay, dann machen wir ja irgendwie so ein. So, und in den Mix geben wir natürlich auch eher Units. Nein, ihr sollt weiter hier bauen. Dann bauen wir 3 von denen hier und dann das hier.
So, dann versuche ich meistens offensiv ein Radar gleich mal früh wie möglich zu bauen. Momentan fehlt es mir ein wenig an Ressourcen, aber das stabilisiert sich gleich bald mal, sobald die hier fertig sind. Okay, kann hier weiterbauen. So, dann sammle ich ein paar Tanks zusammen. Und dann schaue ich gleich mal beim Gegner vorbei. So, die können auf dieser Seite weiter expandieren. So, wir haben Strom. Wir sehen keine Gegner in der Nähe. Also schauen wir gleich mal, dass wir hier. Ja, wir nehmen noch den hier mit und nachher gehen wir vorne hin. So. Dann soll der als nächstes eine Air Factory bauen. Gleich mal irgendwo hier hin. Okay, der kann dem hier helfen. Und die sollen hier vorne ausbauen. Und dann als nächstes irgendwo eine Wand hier aufziehen. Zur Verteidigung. Die machen das gleiche hier. Okay. So, dann bauen wir hier ein paar Schiffe. Dann bauen wir hier einen Haufen Jäger und Fäber. Okay. Dann brauchen wir ein bisschen Verteidigung hier auf. Als nächstes können wir eigentlich offensiv hier auch noch ein Radar wieder bauen, damit wir früher entdecken, wann feindliche Strömungen kommen. Kann gut sein, dass der Feind hier auf Marineeinheiten geraten ist, also werden wir gleich mal scouten. Schauen uns an, wo der Gegner so rumwurstelt. Noch habe ich hier nichts entdeckt. Das verwundert mich ein wenig. Aber okay. So, da haben wir ein paar feindliche Einheiten. Und da sehen wir eher Marineeinheiten und Flugzeuge. Ja, eher mehr Flugzeuge als Marineeinheiten. Wir werden trotzdem voll auf Marineeinheiten gehen und die paar Jäger werden wir hier auch noch bauen. Vielleicht werden wir hier für den Anfang noch ein paar mehr Jäger bauen. Und hier auch noch Fäber bauen. So, da kommt, ich glaube, ein einzelner Panzer oder sowas. Oder ist das ein Fäber? Eigentlich könnte ich momentan noch expandieren hier vorne hin. Nein, nein, bauen wir das fertig. Schauen wir, dass der Feind hier sich nicht allzu früh festsetzen kann. So, dann bauen wir hier ein paar U-Boote noch mit in den Mix. Ich sollte trotzdem hier vielleicht noch Fäber mitbauen. Wir checken nach, wo der Feind sich befindet. Vielleicht hat er auch irgendwo Fäber. Ja, Fäber meine ich im Einsatz. Da ist ein einzelnes Boot, das greifen wir an. Oh nein, zwei Boote. Sogar mehrere Boote. Das ist kein Problem für uns hier. Oh, da kommen sie mit Bomber. Blöd. Na ja gut, wir schicken unsere weiter wieder. Hier schicken wir eine. Ah, hier bauen wir eine Anti-Air. Hier bauen wir auch gleich mal lieber eine Anti-Air, bevor hier was Böses passiert. Schicken unsere Panzer wieder vorne, damit wir weiterhin hier Druck vorne haben. So, bauen wir Boote. Hier auch Boote. Boote über Boote. Bauen noch mehr.
Oh, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Wo sind meine Jäger? Na, haben sie schön hier bei mir. Na, nicht gedacht, dass der hier so viele Bomber hat. Damit hätte ich rechnen können. Das war schlecht. Aber egal, wir greifen hier jetzt mal an. Wenn er es so haben will, kann er es gern so haben. Wir brauchen wieder mehr Energie, also werden wir hier weiterbauen, bauen das hier vorne wieder aus. Diesmal bauen wir früher Anti-Air. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich als erstes auf Anti-Air gebaut. Da hat er doch einiges an Panzer gebaut. Oh, da kommen einiges an Boote. Sollte meine Boote hier zusammenschicken. Boah, ich habe zu viel Verbrauch. Eindeutig zu viel Verbrauch. Habe ich vergessen, Energie zu bauen? Oh Mann. Ja, das passiert mir natürlich auch wieder mal. Wie typisch, jetzt habe ich meine Economy hier total in den Sand gesetzt. Wie ihr seht, habe ich in letzter Zeit wirklich nicht viel gespielt. So, den Commander setzen wir hier gleich auf die Boote an. Damit es hier nicht allzu gefährlich wird. Ja. Nicht so schlimm, der Schaden hier. Okay, langsam stabilisiert sich's ja. Ja, jetzt hat sich stabilisiert. Bauen wir wieder mehr hier. So, den kann ich woanders hinschicken, um die mitzubauen. Ich scoute hier vielleicht ein bisschen. Da kommen Panzer. Vielleicht werden sie meine Frontstellung hier angreifen. Das wäre eigentlich ziemlich cool für mich. So, wir brauchen noch mehr Energie. Das nehmen wir nicht genug. Da kommt ein einzelnes Boot, U-Boot. Kein Problem für unsere Armee hier. Noch ein einzelnes U-Boot. Sehr gut, der fährt direkt auf meine Stellung hier. Ich verliere nur ein paar Panzer. Oh, da geht's jetzt rund. Gut, aber meine Armee hat gewonnen. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir beim Feind hier reinfahren und diese Insel zerstören, beziehungsweise die Ressourcen darauf. Oh, da kommen noch mehr Panzer. Ich setze mal meinen Produktionszyklus hier vorne hin und die sollen hier ein bisschen verteidigen. Ja, wirklich gut spiele ich gerade nicht. Okay, wird Zeit mal hier irgendwo ein Radar hinzubauen. Ich will hier sehen, was die Typen hier draußen so alles haben. Und wir greifen hier. Oh, da vorne bauen sie auf eine. Ein bisschen was auf, das können wir eigentlich zerstören. So, die Jäger schicken wir hier vorne hin zur Verteidigung. So, langsam hat sich stabilisiert. Wir bauen hier neue Ressourcen auf. So, ihr könnt ruhig weiterbauen. Wir brauchen noch mehr Strom.
Oh, wow, die haben einen Haufen Bomber hier. Okay. Die sind wirklich fast nur auf R gegangen. Dann sollte ich meine Units hier wieder zusammenbringen. Auch ein paar Anti-Air bauen mehr. Da kommen sie mit der nächsten Flotte. Jetzt kommen wir mit unserer Flotte hier wieder am besten an. Und dann bauen wir hier so viel Anti-Air wie möglich. Eigentlich, wenn er so viel Air hat, hätte er ruhig mich eigentlich angreifen können mit seinen Units. Oh, was ist hier passiert? Keine Ahnung. War ein normaler Kampf hier oder ist er mit seinen Bombern hier reingekommen? Okay, ich glaube, ich könnte jetzt mal mit meinen Schiffen hier angreifen. Ich sollte, glaube ich, genug. Naja, ich weiß nicht, ob das genug Anti-Air ist. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr mitbringen. Vielleicht ein paar von denen hier auch noch hier mit in den Mix. So, da haben wir die Ressourcen wieder auf dieser Seite vernichtet. Habe ich hier Bomber wieder bereit? Ja. Schauen wir mal, ob sie auf dieser Insel was haben. Okay, dann bauen wir hier noch mehr Anti-Air. Weiß nicht, ob die Bomber hier kommen. Wird Zeit für mehr Panzer. Eigentlich hätte ich ihn schon längst mit einer Masse an Panzer überrumpeln können, aber naja. Wenn ich hier weitere Produktionszyklen lieber gebaut hätte, anstatt hier in anderen Blödsinn zu tun. Aber gut, jetzt greifen wir mal an mit unserer Armee hier. War hier unten was? Oh ja, da war wirklich was. Und da kommt er mit seiner, aber es hat sich schon ausgezahlt mit unseren Bombern hier. Der hat hier schon einiges an Schaden angerichtet. Ja, der Bomber ist tot, aber das stört mich nicht weiter. Jetzt zerstören wir mal von hinten. Hier gehen wir mit der Verteidigung unserer Panzer rein. Und bauen hier noch mehr Panzer. Bauen hier auch noch Fabriken. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt auf D2 als nächstes. Oh, da hat er schon eine D2 Factory gebaut und die zerstören wir hier gleich mal. Das tut mir aber leid. Oh, warum habe ich meine Bomber hier? Sollten hier eigentlich gar nicht mit sein. Yep, da haben wir die T2 Factory erledigt. Oh, da kommen ihre Bomber. Na, müssen wir jetzt aufpassen. Oh, wo sind meine Jäger? Sind die schon wieder down? Ja, die sind schon wieder down. Ah, verdammt. Viel zu viele Bomber. Oh wow, die Hunde haben Bomber. Bist du wahnsinnig? Brauch noch mehr. Okay, jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal angreifen wieder. Schauen wir, was sie hier haben. Nicht allzu viel.
So, ich glaube, wir haben ihre Bomber erwischt. Jetzt greifen wir wieder an. Sehr gut. Alle Bomber down. Und greifen mit der nächsten Flotte wieder an. Ich brauche mehr Ressourcen. Zerstören wieder seine Ressourcen. Ah, oh, ist sich ausgegangen. Hat sich ausgezahlt. So. Nächster Angriff. Oh, da kommt er mit einer. Oh, das schnell zerstören. Das ist sehr wertvoll. Na, was machst du jetzt? Ich glaube, du hast noch nicht wieder genug Bomber hier. Vielleicht hier nicht nur Anti-Air bauen, das ist eindeutig zu viel. Ach, ich habe einen Haufen Fabriken hier rumstehen, die nichts tun. So, gehen wir wieder rein. Hier bauen wir jetzt mal aus. Und am besten bauen wir zwischendurch auch mal ein paar. So zerstören wir seine neue T2-Fabrik. Oh wow, das sind ein Haufen Torpedo-Launcher. Wir müssen zurück. Okay, wir sammeln unsere Panzer hier vorne. Zerstören hier, was zerstörbar ist. Schicken die neuen Boote wieder weiter hier rein. Okay, jetzt schicken wir die Panzer. Schauen, dass wir hier hinten auch ein bisschen Schaden anrichten. Okay, der hat hier 1 Million an Anti. Nein, nicht Anti-Air, no. Ne, wir bauen lieber eine T2 Factory. Von dem Teil hier. Das ist, glaube ich, das Beste, was man momentan tun kann. Ja, jetzt versucht wird er hier. Wow, gefährlich. Zu viele Panzer. Ich habe ein bisschen zu viel Anti-Air jetzt hier gebaut. Es wird Zeit, dass wir unsere Front irgendwie vorverlegen. Oh wow, der Hund hat Fieber hier. Schauen, ob ich die erledigen kann. Oder zumindest so viel wie möglich. Komm, erledige die Fieber.
Oh wow, seht ihr, wie die Pfeffer sterben? Jawohl, genau das gefällt mir. Wahnsinnig viele Pfeffer erledigt. Die sterben wie die Fliegen. Oh wow. Ich glaube, ich habe noch nie so erfolgreich Pfeffer zerstört. Okay, nächste Truppe wieder voran. Dann sehen wir mal nach, ob sie hier hinten irgendwie was gebaut haben. Kommen wir gerade bei. Ja, okay. Das braucht hier noch ein wenig. Wir unterstützen hier vielleicht ein bisschen das Erfüllen. Ja. So, zerstören hier die Ressourcen. Bauen wir noch ein bisschen mehr hiervon. Und vielleicht mal Speicher wäre auch nicht schlecht. Das vergiss ich immer. Oh man. Ich spiele hier echt Kacke. So, dann werde ich mal hier den Rest zerstören. Und am besten für mich besetzen. Okay, rein hier. Ich weiß nicht, ob sich das vom Kostenfaktor auszahlt für mich. Ich probiere es trotzdem. Ist besser als gar nichts zu tun auf dieser Front. Na, da verliere ich einiges an Boote. Ich glaube, den Rest ziehe ich zurück. No, habe ich euch nicht hier rauf geschickt. So, dann bauen wir mal dicke Boote. Und was wir hier noch brauchen, ist ein Radar. Und mal hier rein. Eigentlich kann ich meine Panzerproduktion auch schon weiter vorschicken. Ein bisschen mehr Ressourcen werde ich wieder benötigen. Sehe ich gerade. Ist eindeutig zu viel Verbrauch, also bauen wir hier mal ein wenig was auf. Okay, wir zerstören wieder hier oben. Oh, jetzt haben sie ein großes Boot gebaut. Das schickt er hier alleine auf meine. Das bringt ihm eigentlich relativ wenig. Wenn wir im direkten Feuer. Die werde ich übrigens auch bauen können jetzt. Und das werden wir auch tun. Oh, da kommt wieder eine Bomberarmee. Oh, eine große Bomberarmee. So, jetzt fahren wir hier drüber. Nein, du nicht zurück, zurück. Sind meine Schiffe. Wir brauchen euch hier. Ne, euch brauchen wir hier momentan nicht. Jetzt bauen wir hier ein bisschen wieder was auf und nehmen dann die Ressourcen hier ein. Oh, der Commander. Da flieht er gerade. Ah, verdammt, den hätte ich zerstören können. Naja, gut. Besser als nichts.
Versucht er wieder mit einem seiner Flaggschiffen mich hier zu attackieren. Bauen wir mal ein fettes Radar hier hin. Na, ich glaube, er versteht nicht, dass er kleine Boote auch braucht. Damit nur mit diesen großen Teilen hier ist man eigentlich bald mal überrumpelt. So, hier haben wir auch alle Ressourcen zerstört. Oh, da hat er aufgegeben. Oder ist explodiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat aufgegeben. Naja, hat ja trotzdem lang gedauert. Man merkt, ich bin nicht in Übung. Aber gut. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde in Zukunft natürlich schauen, dass ich wieder mehr spiele. Mal sehen, wie ich dazu komme. Und ja. Mal schauen. Ja gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.